Mein Bildungsziel, das ich damals mit meiner Mentorin erarbeitet habe, war, das Gesundheitswesen und die soziale Arbeit miteinander zu verknüpfen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video unserer Alumni-Serie. Heute direkt hier aus dem Primärversorgungszentrum in St. Pölten. Wir besuchen heute Sabina Frey. Sie hat den Master bei uns in sozialer Arbeit abgeschlossen. Wie sie heute hier als Sozialarbeiterin arbeitet, beziehungsweise wie Gesundheit und soziale Arbeit zusammengeht, das schauen wir uns heute an. Kommt mit! Hallo, liebe Sabina! Hallo, Doris! Hi, hi! Freut mich! Das ist mein allererstes Mal in einem Primärversorgungszentrum, kurz gesagt PVZ. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was genau macht sie hier eigentlich? Also wir bieten eine medizinische, hausärztliche Grundversorgung an und mit einem sogenannten erweiterten Team ist es auch eine super multidisziplinäre Zusammenarbeit im biopsychosozialen, gesundheitlichen Kontext. Okay, sehr, sehr spannend. Du selber bist ja Sozialarbeiterin. Genau. Das ist jetzt nicht das Erste, woran ich denken würde, wenn ich jetzt beim Hausarzt bin zum Beispiel oder im Krankenhaus. Ihr seid ja nicht nur Hausarzt, aber auch nicht wirklich ein Krankenhaus. Vielleicht setzen wir uns kurz hin und du erklärst mir mehr darüber. Gerne. Cool. Was ist das PVZ genau? Also ich glaube, es ist ja ein sehr großes Thema. Vielleicht magst du da jetzt noch mal genauer erzählen. Es ist quasi die erste Anlaufstelle für Patienten und Patientinnen, wenn sie akut oder chronisch krank sind. Also eine hausärztliche Betreuung. Im Fall einer Primärversorgung gibt es dann eben zusätzlich zu der medizinischen Versorgung auch noch ein sogenanntes erweitertes Team. Also wir sind ein multidisziplinäres Team, bestehend aus verschiedenen Gesundheits- und Sozialberufen. Wieso ist die soziale Arbeit vor allem in so einem Primärversorgungszentrum so wichtig? Naja, nach dem biopsychosozialen Gesundheitsmodell spielt auch eben die soziale Gesundheit eine Rolle. Und was ist sozusagen die soziale Gesundheit? Und das betrifft Bereiche, in denen es zu Interaktionen kommt, also Zwischenmenschliches, zum Beispiel Beziehungen im privaten, aber auch im beruflichen Kontext oder im Ausbildungskontext. Pflege von Angehörigen zum Beispiel und aus dem resultierende einerseits Ansprüche, andererseits mögliche Belastungs- oder Überlastungsfaktoren. Und genau, das ist so meine Brille, sage ich jetzt mal. Vielleicht schauen wir mal zu deinem Arbeitsplatz hoch und reden darüber, wie du Sozialarbeiterin geworden bist und wie so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir ausschaut. Ja, gerne. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, hier im Primärversorgungszentrum zu arbeiten? Also ich habe in den Bachelor im Gesundheitsmanagement gemacht in Krems und da habe ich schon den Schwerpunkt Versicherungsmanagement und Gesundheitsförderung und Prävention gewählt. Das sind durchaus sehr wichtige und sehr interessante Infos, die ich jetzt auch aufgreifen kann und damit arbeiten kann und auch damit arbeite. Ja. Warum hast du dich dann entschieden, doch in die Richtung von sozialer Arbeit zu gehen und halt nicht im Gesundheitswesen zu bleiben zum Beispiel? Weil mich die soziale Arbeit schon immer angezogen hat. Ja, also das war schon sehr lange der Wunsch und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, den Master zu machen. Ich bin zu einem Open House gekommen, zu so einem Infotag und habe meine Unterlagen mitgenommen und habe überprüft, okay, wäre das überhaupt möglich? Wäre das überhaupt drin, dass ich mit meinem Bachelorabschluss hier quasi quer in den Master einsteigen kann? Und das hat dann funktioniert, ja. Was waren deine Hauptfächer in der sozialen Arbeit, beziehungsweise was hat dir am meisten gefallen an deinem Studium? Einerseits Case Management, also das war quasi das haben wir 2 Semester gehabt, ist auch etwas, was mir jetzt nach wie vor sehr nützlich ist. Und das Zweite, was mir total getaugt hat, war, das nennt sich disziplinäre Praxis, also DPR und Mentoring und das war sozusagen die Möglichkeit, hier selber nach eigenem Interesse, also hat jeder Student oder jede Studentin einen individuellen Bildungsplan im Prinzip entwickelt. Und mein Bildungsziel, das ich damals mit meiner Mentorin erarbeitet habe, war, das Gesundheitswesen und die soziale Arbeit miteinander zu verknüpfen. Also das war quasi, wo sind die Überschneidungen und Ergänzungen von
beiden Studiengängen. Und das ist mir an sich sehr gut gelungen. Mit welchen Themen kommen denn die Patienten oder Patientinnen hauptsächlich zu dir? Mit welchen Themen? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist kein Tag wie jeder andere, sage ich jetzt mal. Also die Vielfalt ist eigentlich das Besondere sozusagen. Es kann sein, dass an einem Arbeitstag Themen wie zum Beispiel Trennung in einer Familie, im nächsten Gespräch geht es dann um pflegende Angehörige, im dritten Gespräch geht es um möglicherweise eine Suchtproblematik, im vierten Gespräch geht es um Krankheit und Arbeit. Was macht dir am meisten Freude, hier zu arbeiten? Mir taugt sehr, dass ich hier so eine Vielfalt habe an Situationen und nicht irgendwie, ja, dass die Situationen alle sehr unterschiedlich sind. Also ich mag diese Herausforderung und auch dieses Switchen und dieses rasche Agieren können. Und auch dieses Teamübergreifende, das stelle ich mir auch sehr spannend vor, oder? Also halt einfach auch, wenn also das Multidisziplinäre ist super. Ich lerne selber sehr viel dazu. Von den anderen Professionen, mit denen ich zusammenarbeite, bekomme ich auch irgendwo auch mehr Verständnis für das, was sie tun, und sie mehr Verständnis für das, was ich tue. Und die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team ist etwas Großartiges. Also da hat jeder und jede Kollegin einfach seine Zuständigkeitsbereiche. Und jeder kann seine Expertise einfach auch gleich. Genau, wir haben eben auch so gemeinsame Fallbesprechungen, also zum Beispiel auch mit der Diätologin oder mit den Kolleginnen, die Case and Care, also pflegerisches Management anbieten, oder mit der Psychologin oder mit den Ärzten, Ärztinnen natürlich. Wie soll es weitergehen? Was braucht die Person? Was können wir dazu beitragen? Was soll die Person selber dazu beitragen? Wie können wir sie unterstützen und am besten irgendwie durch das Gesundheits- und Sozialwesen leiten? Wird also auch immer wichtiger, wahrscheinlich auch in der Zukunft, vermute ich einmal, oder? Ja, genau. Also auch beim Multiproblemlagen, bei bestimmten Volkskrankheiten, sage ich jetzt mal, die da sind, braucht es eigentlich mehr Berufsgruppen, die miteinander quasi rund um den Patienten oder die Patientin einfach das Beste rausholen. Du bist ja auch Lektorin an der FH. Wie kam es dazu? 2019 habe ich hier im PVZ begonnen und ich glaube 2020 war dann ein Projekt, also ein Bachelorprojekt auf der Fachhochschule, wo ich angefragt wurde, ob ich da ins Projekt einsteigen möchte, und habe im Prinzip so meine ersten Unterrichtserfahrungen an der FH gehabt. Und aus dem heraus hat sich dann ergeben, sie suchten jemanden, der eben dieses Fach, was ich jetzt unterrichte, Case Studies in der Primärversorgung, mit einer zweiten Kollegin gemeinsam. Und eben, weil man ja dann schon quasi drinnen ist und im Thema ist, haben sie mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, auch eine Vorlesung zu übernehmen. Ich finde, das ist ja auch das Coole eben auch trotzdem bei uns auf der FH, dass wir halt auch immer wieder Lektoren haben, die einfach auch in diesem Feld arbeiten. Und somit hat man halt einfach auch dann dieses Praktische beziehungsweise auch dieses Berufsbezogene einfach gleich mal viel mehr abgedeckt, was jetzt auch ganz cool ist. Vor allem, wenn man selber wahrscheinlich auf der FH gelernt hat, kann man ja dann auch gleichzeitig wieder was zurückgegeben, oder? Genau, man kann was zurückgeben. Also das macht mir Urspaß, auch mit den Studierenden zu arbeiten. Mein Part, dass ich quasi Fälle aus der Praxis einbringe und die Studierenden dann mit diesen Fällen arbeiten und ich dann irgendwie quasi, und wir dann wieder zusammenkommen. Also ich hole mir so auch von den Studierenden ihre Ideen. Im Prinzip beeinflusst die Arbeit mit den Studierenden auch irgendwo so Optionen, die sich dann auch ergeben können in der Praxis, die ich einbringen kann. Wie siehst du denn die Zukunft für soziale Arbeit bzw. für psychosoziale Berufe? Also ich habe das Gefühl, dass wir alle Hände voll zu tun haben. Also wenn ich mich so mit Kolleginnen in anderen Organisationen unterhalte, also mit meinen Vernetzungspartnern und Partnerinnen, also Kolleginnen, die von ihrer Profession her Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Psychologinnen sind. Und also es wird hier weiterhin Bedarf geben. Und ich würde mal sagen, solange wir soziale Ungleichheiten haben, solange brauchen wir auch ausreichend Menschen, die hier Ausbildungen absolvieren, um Leute zu unterstützen und diese sozialen Ungleichheiten irgendwie auszugleichen.
Was für ein schöner Abschlusssatz. Solange es soziale Ungerechtigkeiten gibt, wird es die soziale Arbeit auch brauchen. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön, dass du uns heute in deinen beruflichen Alltag mitgenommen hast und wir da sehr viele Informationen gewinnen konnten. Aber auch, wir uns das Primärversorgungszentrum anschauen konnten. Und für euch da draußen, falls euch der Bachelor oder der Master in soziale Arbeit oder Sozialpädagogik interessiert, findet ihr unten in der Infobox alle weiterführenden Links auf unserer Webseite der Fachhochschule St. Pölten. Und vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.